Guten Morgen. Heute mal ein bisschen unrasiert. Es wird ernst. In 2 Wochen ist es nun soweit. Norwegen und die Polarlichter rufen. Und vorher sind jetzt noch ein paar Dinge vorzubereiten. Dazu gehört zum Beispiel die ein oder andere Arbeit im und am Auto. Und heute ist die Dusche dran. Seit gut 3,5 Jahren benutze ich sie jetzt fast täglich und genauso lange läuft auch schon die Heizung. Und das auch sehr zuverlässig. Aber die Kombi aus beiden macht nun insofern Probleme, als dass der Kunststoff der Duschwände an dem Ausströmer der Heizung porös geworden ist und nun so langsam vor sich hin bröckelt. Wir wollen aber nicht einfach nur die Duschwände gegen neue austauschen, sondern die Gelegenheit auch nutzen, um die Dusche so ein kleines bisschen mal umzugestalten. Los geht's! Erstmal raus mit der alten Dusche. Das war ja schon mal viel leichter, als wir uns das beide vorgestellt haben. Ich habe Laura Weihnachten einen Wochenendausflug geschenkt und diesen Gutschein, den löst sie heute ein. Wir gehen jetzt gemeinsam in den Baumarkt und kaufen für die Dusche ein. Okay, unseren ausgedehnten Baumarktbesuch möchte ich euch ersparen, aber sämtliche Mitarbeiter des Bauhaus an der Lohmühle in Lübeck waren ausnahmslos sehr engagiert und hilfsbereit. Das muss man an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Besonders Walter. Walter, Sie sind der Hammer. Vielen Dank für die super Tipps und die tollen Ideen. Nun geht's also daran, die zugeschnittenen Sperrholzplatten mit Folie zu bekleben, die fertigen Platten in der Dusche zu befestigen und alles mit Silikon abzudichten. So, Projekt Dusche umbauen erfolgreich abgeschlossen. Wir haben die Fugen rundum sauber mit Silikon abgedichtet und die glänzend weiß lackierte Oberfläche der Duschwände verleiht unserer Dusche nun einen hellen, modernen und edlen Look, wie ich finde. Jetzt können wir also auch unter den Polarlichtern frisch geduscht in den Tag starten. Die Reise startet übrigens am 5. März und wir werden auf YouTube täglich in unseren Videos von dieser Reise berichten. Also abonniere unseren YouTube-Kanal und begleite uns zu den Nordlichtern. Duschen werden wir da allerdings allein. Bis bald!